Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem weiteren FIFA 15 Ultimate Team Video. Heute spiele ich gegen B-Part Gaming, gegen den Benny. Der wird auch gleich nochmal kurz dazukommen. Ich zeige euch jetzt erstmal das Team, mit dem ich spielen werde. Es sind nochmal drei Legenden mit dabei. Und es ist eine Bundesliga-Mannschaft und einfach nochmal hier Matthäus, Beckenbauer und Andi Brehme mit reingemischt. Hier im Tor haben wir Manuel Neuer und dann noch Hummels, rechts Piszczek und dann hier Aubameyang mit seinem Tempo 95 auf der Außenseite. Ich dachte mir, ich nehme mal lieber ihn. Sonst hätte ich natürlich auch noch Robben nehmen können. Und habe jetzt hier vorne noch im offensiven Mittelfeld Mkhitaryan, Götze und auf der linken Seite habe ich Reus. Ich finde Reus einfach für mich angenehmer als Ribéry. Deswegen Reus hier außen. Hier seht ihr auch nochmal seine Werte. Und dann vorne im Sturm habe ich Lewandowski genommen. Da gibt es eigentlich fast nichts Besseres, was man da nehmen kann. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in die Lobby und dann sagt der Benny nochmal kurz Hallo und dann spielen wir das Spiel Ultimate Team FIFA 15. Wir halten das jetzt einfach mal so hin. Ja, alles klar. Wo ist denn die Kamera eigentlich? Da oben. Achso, da oben. Okay. So, jetzt. So, kurz bevor es jetzt losgeht, ist der Benny jetzt nochmal bei mir von B-Part Gaming. Link zu seinem Kanal und auch zu dem Video ist dann in der Videobeschreibung. Ihr könnt das auch aus seiner Sicht nochmal sehen. Genau. Ja, ich freue mich. Was hast du für eine Mannschaft und warum? Ich habe ein Team gebaut, wo 11 Spieler drin sind, 11 neue Legenden. Das soll ich einmal testen und mal schauen, welche Legende was taugt von den neuen. Und ich denke mal, alle taugen ein bisschen was, aber da habe ich was zusammengebaut, recht offensiv. Und ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ja, ich bin gespannt auch und ich hoffe ihr auch. Also auf ein gutes Spiel. Ja, gutes Spiel. Bis dann. So, jetzt kommt der Trommelwirbel. Da ist die Mannschaft von ihm. Alter Verwalter. Ja, ich habe jetzt halt diese Mannschaft, weil mit meiner kompletten Legendenmannschaft habe ich ja schon mal gespielt. Deswegen wird es jetzt richtig schlecht für mich aussehen. Ich habe auch mit Benny hier eigentlich noch eine Rechnung offen, weil krass, was für ein Stadion spielen wir hier eigentlich? Keine Ahnung, welchem Stadion wir hier spielen. Wer hatte das eingestellt? Das ist ja ein Riesenstadion, wo wir hier sind, ne? Das ziehen wir jetzt durch. Naja, jedenfalls, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegen Benny und ob ich überhaupt mal gegen Benny gewonnen hätte. Aber das kann sich ja alles noch ändern. Ja, das hab ich gut gemacht hier mit meinem Beckenbauer. Oh, Neuer! Raus mit dem Ding. Da muss man echt aufpassen hier, sowas. Ja, ich glaube, die Ausstellung könnte auch ganz gut gegen klappen, aber das müsste abseits sein hier an der Stelle. Unten seht ihr jetzt übrigens nochmal hier die Aufstellung, wie sie aktuell ist, eingeblendet. Das kann man auch ausstellen, wenn man das nicht haben will. Aber ich finde das echt eine ganz nette Sache. Und hier seht ihr mal echt ein kleines Stadion von FIFA. So, Andi. Ja, One-Touch-Fußball höre ich nur da drüben. Das wird jetzt hier auch durchgezogen, bis zum allerbittersten Ende. Oh, und jetzt kann er hier gehen. Oh. Schön gemacht, Beckenbauer. Das ist einfach eine Macht. Das ist echt richtig gut. Oh, Aubameyang, da kann ich ja jetzt mal losziehen. Aber das Problem ist, dass die Stürmer nicht mitkommen. Und Matthäus! Schade, Schmeichel hält hier schön. Da hätte Lolla noch besser schießen können. In dem anderen Spiel hatte ich Luther ja auch schon. Ich finde den so gut. Der Matthäus. Der ist so gut. Ich bin echt... Ich will den haben. Ich will ihn haben. Oh, die kommt gar nicht mal so schlecht. Oh! Komm hier! Ja, schade. Was war das denn für eine Aktion da eben? Ja, hätte man eigentlich nochmal angucken müssen. Aber ihr habt es ja gerade gesehen. Und schon wieder Schmeichel. Da muss er wieder richtig krass rennen. Hier, also, schöner Kopfball. So, und jetzt nochmal die nächste Ecke. Und die hat er jetzt, aber jetzt ist er mal rausgegangen, einfach mit ihm. Ja, der geht aus, der geht aus, der geht aus, der geht aus, der geht aus. Alles easy, alles gut. Beckenbauer macht das hier klar. Ach, das dauert jetzt doch wieder, bis das hier alles klappt. Oh, was eine schöne Aktion. Oh, und jetzt die Flanke. Und Götze, mach doch mal ein Kopfballtor, Junge. Oh, die Legenden sind hier ganz schön am Wackeln, muss man sagen.
Und Hummels klärt hier. Hummels wird ja auch mal irgendwann bei FIFA 40 auch eine Legende sein. Hä? Der Torwart so. Gehe ich nicht? Tu ich's? Ja, also ich glaube, die Aufstellung passt auch ziemlich gut gegen sein System hier. Ich bin im Mittelfeld extrem präsent. Und Laudrup, oder wie heißt der? Ich kenne ja die Namen nicht so wie immer halt, ne? Oh, hier schön mit dem Trickpass gerettet. Und jetzt Matthäus! Mach keinen Scheiß! Ah, es traut sich keiner hin. Jetzt versucht das hier aber auch mit diesen schnellen Pässen. Hummels schon wieder eine Macht. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es traut sich keiner hier was zu machen. Matthäus. Oh, warum rennt er denn genau da in die andere Richtung? Das muss doch keiner verstehen. Ich komme auch immer noch nicht mit diesen Schultertasten hier an dem Xbox-Controller zurecht. Matthäus, du geile Sau! Ja, schön. Da hat er sich zu viel Zeit gelassen. So, Reus. Lewandowski. Oh, das ist der andere. Ach, Mann. Weißt du, der stand da so frei da unten. Oder es war so gut da reingelaufen. Ja, ich höre schon das Gemeckere von Benny da hinten, wie Matthäus halt einfach so sahnemäßig ist. Ach, shit. Ah, ich wollte ihn da stoppen. Und da verhaken sich meine eigenen Spieler. Nein! Oh, so frei da. So überrascht, glaube ich, dass er den Ball bekommen hat. Achso, dann pfeift auch noch der Schiedsrichter abseits. Ich spiele hier wieder quasi ohne Ton. Ich mache jetzt mal lauter. Ich brauche hier ein bisschen Sound, sonst höre ich einfach nichts. So, wo machen wir jetzt mal hin? Mal hier hinten einfach hinschlagen. Oh nein! Oh, jetzt will er aber hier durchziehen. Hummels jetzt mit dem Befreiungsschlag. Und der könnte gar nicht mal so schlecht sein. Jetzt da vorne durch. Ja, Götze! Nach Abseits, Mist. Ach Mann, man freut sich immer zu früh. Man freut sich einfach viel zu früh. Ja, komm. Ja, okay, da rennen sie aufeinander. Und Aubameyang. Oh, warum hält er denn an? Aber er holt ihn sich doch. Das ist einfach eine Rakete. Ich doch kein Tor hier in dem Spiel. Das ist aber wieder Wahnsinn. Jetzt nochmal nach außen köpfen, aber das hat leider nicht geklappt. Und jetzt wird es nochmal gefährlich für mich. Oh, shit. Oh, nee. Ach, komm. Ja, die erste gute Kombination von ihm und die klappt halt auch noch. Ich weiß nicht, wie laut ihr ihn da im Hintergrund hört, aber es war jetzt schon... Ich war schon gedanklich in der Halbzeit, muss ich sagen. Ja, komm. So, und jetzt nochmal. Mkhitaryan und Aubameyang. Oh, was war denn das für ein Pass? Der war überhaupt nicht so geplant. So, es ist ja noch lange nicht Halbzeit, wenn ich jetzt hinsehe. Und jetzt kann er nochmal flanken. Nee. So da durchmarschieren, das ist ja zu viel des Guten hier. Bremer muss nach hinten rennen, erstmal wie ein Bekloppter. So, und Neuer jetzt einfach mal nach vorne schlagen, aber ich denke mal, da würde er jetzt auch gleich abpfeifen.
Ja, ich krieg den Ball jetzt auch nicht mehr. Ja, schon wieder kommt er da durch. Ja. Keine Ahnung, wo meine Innenverteidigung da hingelaufen ist. Auf jeden Fall haben sie ihm schön Platz gemacht für den Pass. Also die haben einfach alles aufgemacht. Guck mal, da sind sie extra noch nach außen weggegangen. Ich kann nichts dagegen machen. Und auf einmal, kurz vor der Halbzeit geht das so schnell. Oh, das ist schon ein bisschen zu viel des Guten hier, finde ich, an der Stelle. Oh, oh, da war ich doch perfekt. Und dann pfeift er da ab, die Sau. Ach, also das ist eigentlich ein Schuss aufs Tor, zwei Tore. Das ist so typisch. Also, es ist sehr so wie sein Torwart heißt, es ist sehr schmeichelhaft hier alles. Ja. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier... Nee. Matthäus, er ist immer da. Er war halt vorhin irgendwo anders, aber nicht da. Und jetzt Götze. Oh, Traumpass, Lewandowski. Wie kann er denn den daneben schießen? Oh. Ja, ja, zu lange geschossen, zu lange schießen gedrückt. Da hätte ich nur kurz antippen brauchen im Prinzip. Dann wäre die Nummer durch gewesen. Ja, sehr schön verteidigt hier an der Stelle. Oh, das war minimal. Da fallen sie hin. Oh. Hallo, was war das denn gerade? Oh, das gibt es nicht. Ja, okay. Oh, geil, Verteidigung. Und Matthäus ist wieder da. Jetzt mal nach vorne auf Lewandowski. Lewandowski. Na, das war in die falsche Richtung. Reus. Hä, was passiert denn da alles? Das ist überhaupt nicht so geplant. Ah, warum sind denn meine Verteidiger da nicht? Eieiei, lass diese Bälle da durchkommen wieder mal. Nein. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Dieses Gestechel da und es kommt. Er kommt durch damit. Ja, nee. Scheiße. Doof angenommen. Ich komme nicht dran. Komm einfach nicht dran. Und dann. Ja. Ich verliere einfach jedes Mal gegen ihn. Aber das hat er auch gut gemacht, das muss man sagen. Das hat er echt gut gemacht. Aber dass ich hier noch kein Tor habe, ist dann auch ärgerlich. So, Reus. Und dann gibt es die Ecke. Mal schauen, was da jetzt bei rauskommt, ne? Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen, befassen, besinnen und ein Tor schießen, das ist noch wichtiger. So, an die Breme! Oh, der hat doch das Tor geküsst. Der hat es geküsst. Herrlich, diese Frisur, wenn ich sie sehe jedes Mal. Sie ist wirklich einzigartig in FIFA. Der muss jetzt einen Doppelpass machen. Oder er macht mein Breme. Mein Breme macht ja auch mal gut. Ach, schade. Schade, dass nicht mal so ein Ball durchkommt. Das wäre halt schon sehr episch. Ja, komm, ja, komm. Er hat ihn immer noch im Geschenkpaket eingepackt. Naja, gut. Das war jetzt nicht der beste Ball nach vorne von mir. Es ist schon wieder gelaufen, bevor es überhaupt annähernd zu Ende ist, leider. Jetzt muss man noch was machen hier. Jetzt muss man noch mal zeigen, dass man nicht ganz nichts kann.
Was? Der war. Warum habe ich denn keine Markierung mehr gehabt? Ich dachte, es ist gerade abgepfiffen worden. Ja, toll, der Spieler steht nicht mehr auf. Ja, gut, er war abseits. Okay, gut. Ich dachte gerade, wie kann er denn den daneben schießen? So, weiter weg jetzt hier. Und ein Angriff nach vorne wäre... Oh Mann, es ist doch nicht mehr schön. Andi Bremer muss jetzt... Ah. So, jetzt raus da. Ja, toll, warum ist denn seiner da und meiner nicht? Ja, oh, Lewandowski, der hat beinahe noch mitgenommen. Machen wir jetzt einfach mal Pressing an. Wir müssen jetzt hier was machen. So. Und jetzt vielleicht auf Aubameyang. Und der kriegt ihn, der Reus da oben. Ah, der war viel zu schwach geschossen und ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich ziemlich festgemacht, meiner Meinung nach. Oh. Oh, Hummels! Ja, das war abseits. Das war ganz klares Abseits. Lewandowski, 10 Minuten. Sehr offensiv jetzt mal machen. Landrup. Und da habe ich ihn abgefangen. Und jetzt mal durch. Ach, die Bälle kommen bei mir nie durch. Die Gegner, weißt du, die machen einfach so. Bumm, und zack. Tor. Oh, schön, Aubameyang! Yeah, da Ding drin. Da ist er drin. Da gibt es den Pfeilbogen. Nee, keine Ahnung. Ja, doch nicht mal mein Torjubel. Aubameyang sieht richtig gut aus, oder? Habt ihr gerade seinen Face gesehen? Pierre. Naja, gut, immerhin mein Ehrentreffer noch gemacht hier heute. Aber den darf er nicht bekommen. Den darf er nicht durchbekommen, so ein Ball. Andi Brehme hat er auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ey, warum? Warum geht der nicht weg da hinten? Oh, Neuer. So, 86. Minute. Einer geht noch rein für mich. Ja, wenn Lewandowski den Ball annehmen kann, dann vielleicht. Wir machen jetzt gleich wieder die totale Offensive. Wir machen sie jetzt. Es geht jetzt raus. Hinten gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch vorne. Ah, shit. Roberto Carlos da. Der hat doch irgendwie 2,50 Meter Oberschenkelumfang. Ne? Habe ich mal gehört. Gehabt. Upp. Was war das für ein Pass? Das war auf jeden Fall nichts Dolles. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt Reus, ja! Ja! Die Flanke war echt richtig schlecht, leider. Und jetzt gibt's den Konter. Was? Was? Was war denn das? Ah, Neuer! Fängt die nochmal auf. So, die 90 Minute plus Nachspielzeit ist vorbei jetzt. Schade. 3:1, ich erinnere mich immer nur an 3:1 Ergebnisse gegen den Benny. Auch wenn wir nur eine 2 Minuten Halbzeit gemacht haben, gab es ein 3:1. Naja, okay, das war auf jeden Fall das Spiel gegen Benny von Bipart Gaming. Wenn ihr das Spiel aus seiner Sicht mal sehen wollt, der Link und der Kanal ist in der Beschreibung. Guckt mal rein. Was will der da hinten? Ich höre da gerade noch hin. Egal. Okay, also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut auch mal bei den Jungs rein. Wie gesagt, ich meine, die meisten kennen ja auch die anderen YouTuber, ne? Ja, danke fürs Zuschauen. Und das war wahrscheinlich sogar mein letztes Video von hier, von Köln, aus Köln, von EA aus. Und hoffentlich kommt dann bald die Vollversion raus und wir haben sie dann alle und spielen dann und haben viel Spaß. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. 3:1.